Hey ihr, ich bin's wieder. Heute mal nicht mit einem Lego-Aufbau-Video, sondern mit einem kleinen Unboxing-Video. So, und was packen wir aus? Die Collector's Edition des neuen Turtle-Films. Eins vorweg, nur meine persönliche Meinung zu dem Film. Erst einmal von der Story her. War okay. Für mich persönlich ein paar Logik wieder drin, Lücken, aber toller Film, finde ich trotz allem noch. Man kann ihn sehen und macht einfach Spaß. Dann zu der Optik der Turtles an sich. Ich finde sie klasse. Also, ich wüsste nicht so spontan, wie man besser die Turtles ins Jahr 2014 damals hätte holen können. Von den Bewegungen her, von der Mimik her, klasse. Aber, das ist ja nur meine Meinung, ihr dürft natürlich eine andere haben. So, aber schauen wir auch erstmal, was hier in dieser Box drin ist. Natürlich erst einmal der Film an sich. Ist einmal hier drin in 3D Blu-ray, normale Blu-ray und eine in einer Bonus-Disc. Also die ist hier drin. Schon mal hier hin. Aber man holt sich natürlich so eine Collector's Edition, Entschuldigung, nicht wegen dem Film, sondern wegen dem Gimmick, wegen dem Gimmick-Stil. So. In diesem Fall haben wir hier eine kleine Figur von Raphael da dabei. Sieht ganz nett aus, wirklich. Auch recht detailliert, finde ich. Viel Plastik dran, was man vor allen Dingen an dem Sockel merkt, aber finde ich es nicht schlimm. Vor allen Dingen, weil die Collector's Edition nur, 70 Euro gekostet hat. Für 70 Euro sieht die Figur wirklich klasse aus. Kann man nicht anders sagen. Soweit ich weiß, gibt es diese Collector's Edition nur bei Amazon. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und auch nur mit dem Raphael. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Hätte gerne ein bisschen mehr Auswahl gehabt, vor allen Dingen, weil mein absoluter Lieblingsteufel Donatello ist. Aus zwei Gründen. Erstens, lila Wand. Lila ist eine geile Farbe. Und der Bo-Stab oder wie dieser Stab auch heißen mag. Klasse. Aber man nimmt halt, was man hat. Ne? Der hier sieht auch ganz toll aus. Passt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.